Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier jetzt live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, dann meldet euch, ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir einfach ganz keck unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Lilia ist meine erste Anruferin heute Nacht. Lilia, stimmt das? Guten Abend, Domian. Ja, hallo. Du bist 20 Jahre alt. Richtig. Das mein ist schön. Mein Thema ist heute Untreue und dazu auch Liebe. Weißt du, was ganz super wäre? Wenn du irgendwie noch viel näher mit dem Mund an das Telefon gehst. Du klingst so weit weg. Okay, hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich schon, aber es ist irgendwie, du rufst aus Argentinien an oder so. Okay, ich hoffe, du verstehst mich jetzt. Ja, also es geht um Liebe und Untreue oder sowas. Richtig, ganz genau. Weil ich habe seit 6 Jahren eine Beziehung. Seit 6 Jahren? 6 Jahren, ja, auf Distanz. Er lebt in Frankreich, ich in Deutschland. Ja. Und ich bin ihn fremdgegangen, öfters. Und ich bereue es auch nicht danach. Also ich fühle mich gut dabei. Ich weiß aber nicht, wie ich damit aufhören soll. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht aufhören. Hör mal, du bist 20 Jahre alt. Und ja. Die Beziehung dauert 6 Jahre. Das heißt, es ist eine Sandkastenbeziehung. Ja, aber es ist schon sehr, sehr intensiv. Okay, das muss ich ja nicht widersprechen. Ja. Das ist, gehe ich mal davon aus, dann dein erster Freund oder gab es vorher auch schon Techtelmechtel? Ja, nein, das ist mein erster Freund, aber danach gab es natürlich auch welche. Ne? Wie danach? Ich meine, das... ich bin ja nicht umsonst fremdgegangen. Ich wollte auch meine Erfahrungen sammeln. Ja, gut, das Fremdgehen. Aber an sich ist das so die feste Beziehung seit 6 Jahren. Richtig. Ganz viele wollen sogar heiraten. Also... Ein verwegener Plan, finde ich, wenn man mit 14 anfängt und dann schon sagt, man will heiraten. Also er hat mir heiratet, er weiß natürlich nicht vom Ganzen, dass ich ihm so fremdgegangen bin. Ist er auch so alt wie du? Er ist 5 Jahre älter. Das heißt, er hat schon Erfahrungen vorher gesammelt, bevor er dich, kleines Mädel, kennengelernt hat damals. Ja, also der war ja 19, ich war mal gerade ja 5 Jahre jünger. Ne? Also ja, 14. Sprechen wir so aus, 14. Genau. Ja. Wie viele Kilometer entfernt wohnt er von dir? Er wohnt in Paris und ich in Nordrhein-Westfalen. Also naja, ist schon ein Stück, ne? Aber durch die ganzen Billigfliegerei und alles funktioniert das schon. Na gut, die Billigflieger gibt es ja noch nicht so sehr lange. Wie oft seht ihr euch denn so in der Regel im Monat? Sagen wir mal im Monat. Im Monat, also 2-mal. Ja. Also, und wieso hat sich das so in den letzten, ich sag mal, in den letzten Jahren nicht ergeben, dass entweder du nach Paris gehst oder er in unser schönes Nordrhein-Westfalen hier kommt? Ich weiß nicht. Deutschland, er war schon hier, aber er hat gesagt, dass Deutschland nicht zu ihm wäre. Er kann ja Französisch und ich bin ja aus dem Süden, ich bin ja keine Deutsche und er auch nicht. Ach so, woher kommst du denn? Ich komme aus einem arabischen Land. Aus einem arabischen Land? Wollen wir nicht verraten, aus welchem arabischen Land? Nein. Okay. Und das war immer so ein Hin und Her. Und da ist er in Deutschland, hat ihm nicht gefallen. Und muss ich ehrlich sagen, ihm hat Frankreich eher gefallen. Und bei mir ist es umgekehrt. Ich bin da eher, ich bin einer so. Du bist lieber in Deutschland als in Frankreich. Richtig. Ja. Ja, das ist natürlich schon, ist schon gleich problematisch, ne, von der Grundkonstellation. Das ist richtig problematisch. Ich finde aber, der junge Mann sollte auf jeden Fall sich auf den Hintern setzen und auch mal Deutsch lernen. Wenn er schon eine Liebste hat, die so perfekt Deutsch spricht, dann sollte er auch Deutsch lernen. Ist ein anderes Thema. So, jetzt bist du fremdgegangen. Wie oft bist du schon fremdgegangen in deiner jungen Liebe? Ich sag mal so, was Geschlechtsverkehr betrifft, 3-mal, aber das hielt dann auch. Das war so eine Affäre. Ach so, das war nicht nur so One-Night-Stand-mäßig, sondern das war auch so, also Parallelbeziehungen waren das. Richtig, ganz genau. Und er hat nichts, bis nach Paris ist nichts vorgedrungen. Wo? Also dort meinst du das jetzt? Nee, also er weiß davon nichts, sein Freund. Er weiß, doch, ich habe einmal ihm was gestanden. Ja. Und er hat mir dann verziehen. Ne? Und das war schon so schwer genug, ihn wiederzukriegen. Ja. Dann habe ich mich nicht getraut, die anderen Male das dem zu beispielen. Also dreimal Geschlechtsverkehr? Ja, dreimal. Also für ihn ist schon Fremdgehen beim Küssen, sage ich mal. Okay, ne? Nee, ich will's nur verstehen. Also es gab 3 Geschlechtspartner, so muss man es sagen. Richtig. Über eine längere Zeit. Über wie viel längere Zeit reden wir da? Was war das? 6 Monate?
6 Monate. War dabei. Aber da hat sich nichts entwickelt, Domian. Okay. Ich will es ja nur alles wissen. Also das heißt, aber du hast schon sehr viel Sex nebenher gehabt. Ich musste meine Erfahrung sammeln. Ja. Vorher als nachher, ne? Ja, ist klar. Läuft im Moment auch noch irgendwas? Meine beste Freundin sagt immer, ich halte mir alle warm. Und das ist auch so, Jerry in weiblich, sag ich mal. Ich verstehe, aber die Antwort, das war noch nicht die konkrete Antwort auf meine konkrete Frage. Läuft im Moment was? Ja. Ja, mit meinem besten, ja, dem besten Freund von meiner Schwester, ne? Ach so, und das ist dein aktueller Geschlechtspartner. Ja, aber der hat mir sozusagen jetzt auch bewiesen, dass es andersrum auch geht. Also jetzt will ich eigentlich so die Nähe von ihm haben und er zieht sich von mir zurück. Ich will dir mal sagen, für mich hört sich das nicht so doll an, nicht so an, dass diese Beziehung zu deinem Freund in Paris noch von langer Dauer ist. Das Problem ist, das habe ich vor 3 Jahren auch gesagt. Ja. Und das hält immer noch. Also, ja gut, aber warum hält es? Warum hält es? Weil du ständig ausscherst und dein Ding machst. In dem Moment, wenn er bei mir ist, Domian, dann bin ich ja perfekt. Gut, aber er ist nicht bei dir. Ja, aber er ist nicht genau. Bei dir. Ja, er ist nicht bei dir. Und er weiß nicht Bescheid, was du hier alles treibst in Nordrhein-Westfalen. Nein. Ne? Und wenn er das wüsste, würde sich das Ding vielleicht von alleine erledigen. Andere Frage, weißt du denn, ob er in Paris treu ist? Vielleicht hat er da auch irgendwelche Mädels. Der ist vom, ich weiß nicht, ob du dich vom Sternzeichen ein bisschen auskennst, der ist Jungfrau vom Sternzeichen. Ach, was meinst du? Nein, ich weiß ganz genau, was er treibt. Was meinst du, was es für durchtriebene Jungfrauen gibt? Da schlackerst du mit Nein. den Ohren. Julian, ich hatte Telefonrechnungen von 8.000 Euro. Wie bitte? Ja. 8.000 Euro? Ja. Wie finanzierst du das denn? Ich muss sagen, ich habe gute Eltern. Wie, die zahlen, Moment, die zahlen dir eine Telefonrechnung von 8.000 Euro? Ja, ich muss das natürlich auch bei denen abzahlen, ganz klar. Also meine Eltern sind nicht so, die mir alles so in den Punkt schieben. Ja, aber die haben es erstmal bezahlt. Die haben erstmal 8.000 Euro hingeblättert, damit du mit deinem Liebsten in Paris telefonieren kannst. Das war nicht nur Paris, da war dann auch in dem Land, wo ich herkomme. Ja. Da habe ich auch dahin ins Handy telefoniert. Also ich kann dir genau jetzt sagen, was er macht. Ich kenne ihn in- und auswendig. Na gut, also gehen wir davon aus, dass er treu ist. Aber das ist jetzt auch das ist erstmal egal. Interessant und wichtig ist, dass du nicht treu bist. Ich bin überhaupt nicht treu. Dass du überhaupt nicht treu bist und dazu auch noch von Herzen lachst. Nein, das Problem ist einfach nur, ich wundere mich, dass eine Frau so sein kann. Aber ich muss sagen... Ach, was meinst du, wie Frauen sein können? Frauen können so durchtrieben sein. Moment, stopp. Dieser Fabian oder Tim, der bei dir im Callcenter arbeitet, weil die Frauen sind das Schlimmste, was es gibt. Also ich sag mal so, nein, wir zahlen das den Männern heim. Ja? Und alle Frauen, wenn ihr alle zuhört in Deutschland, wir müssen das denn auch heimzahlen. Ja, Domian, hör mir zu. Männer betrügen uns. Und lass uns sitzen mit Kindern. Moment. Aber du bist doch gar nicht betrogen worden. Gerade hast du mir groß erklärt, dass dein Freund treu ist. Der liebt mich über alles und ich liebe ihn ja auch über alles. So, aber du... Ja, warum tust du ihm das dann an? Ich weiß nicht, weil ich ihn vermisse vielleicht. Wenn er da ist, dann lass mich alles wieder fallen. Lilia, ich finde, dass das kein Weg ist, den du da jetzt im Moment gehst. Also entweder müsst ihr beide einen Kompromiss finden, dass ihr zusammen lebt, in Paris, in Deutschland oder wo auch immer, oder du musst die Karten irgendwann mal auf den Tisch legen und dann wird sich die Sache wahrscheinlich von alleine bereinigen. Domian, er hat mir in so vielen Sachen so viel Mist geworden. Er hat mir so viele Male verziehen und er will auch nicht Schluss machen, egal was ich mache. Dann sag ihm, lass uns nochmal reden, wenn du ihm alles gebeichtet hast, dann unterhalten wir beide uns nochmal. Okay? Oh mein Gott. Du beichtest ihm alles, aber radikal alles. Und dann mailst du mir und dann unterhalten wir beide uns knallhart nochmal miteinander, okay? Julian, ja. Ich weiß, dass er zurückkommen würde. Ich weiß das. Ja, okay. Wenn ich sagen würde, ich würde aufhören und da würde mir trotzdem. Wir reden jetzt nicht mehr über die Würde. Nicht über Würde und so weiter, sondern über Fakten. Du sprichst mit ihm und wir unterhalten uns nochmal, okay? Gut, noch einen Satz nochmal zu der Frau von gestern, ja. Die den reichen Mann heiratet. Ja, ja, die hat viel Wirbel ausgelöst, ja. Oh mein Gott. Hat es dich auch geärgert? Ich habe mir gedacht, diese Frau, die muss doch von der Sozialhilfe leben, damit sie den Mann kriegt. Die erzählt, dass sie mehr als dich, als wir mehr als Domian verdient. Ja. Wenn sie so also nicht verdienen würde, dann würde sie sagen, nein, ich habe meinen Stolz und Ehre, ich brauche sowas nicht. Okay, eine Meinungsäußerung zur letzten Sendung noch von Lilia.
Ich wünsche dir alles Gute und werde von dir hören, okay? Ja, auch. Ich hoffe, dass ich nach diesem Gespräch ein bisschen ruhiger werde. Tschüss. Ciao. Die Lilia war das. Die für 8.000 Euro, Dollar wollte ich schon sagen, aber ist ja egal, 8.000 Euro telefoniert. Es ist ja unfassbar. 8.000 Euro. Nadja, 26 Jahre alt. Hallo Nadja. Hallo Nadja. Hallo. Ja. Ja, hi. Ich bin eigentlich ziemlich nervös, gerade total aufgeregt. Ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich hier werde. Also aber jetzt, Wahnsinn. Aber jetzt sind wir beide verbunden. Und jetzt schaukeln wir das Kind auch. Ja. Um was geht's denn bei dir, Nadja? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Geh mal. Nadja? Ujimine. Dann ist, es klingt so, als wäre sie noch da. Bist du noch da? Nee, sie ist nicht da. Ist sie weg, dann. Machen wir weiter mit Anita. Ganz einfach. Anita 49, hallo. Hallo, hier ist Anita. Ja, hier ich, Jürgen. Ja. Erstmal ein dickes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ich gucke sie, wenn ich es kann und meine Arbeit es mir erlaubt, gucke ich sie jeden Abend. Ja. Und dann freue ich mich erstmal wahnsinnig, dass ich durchgekommen bin. Ich habe also Herzklopfen. Ich habe also, ich denke, ich bin gleich ein Herzinfarkt. Ach, nee. Nicht aufregen. Wir können dann muss ich dir noch eins sagen, Jürgen. Du siehst meinem verstorbenen Vetter unwahrscheinlich ähnlich. Ich habe dich zum ersten Mal jetzt auf Bildschirm gesehen. Ja. Und habe gesagt, oh nein, das ist Horst. Also ich war total, und als ich dann Domian darunter sah, ich wusste also gar nicht, ich bin hier rumgerannt und habe gedacht, das kann es nicht sein. Also das muss ich dir wirklich sagen. Ja, so, okay. Also du siehst genauso aus wie mein Vetter, also ganz wie der genau. Horst. Also ganz, also du könntest ein Zwillingsbruder von ihm sein. Anita, was ist dein Thema? Mein Problem ist, ich habe seit 8 Jahren keine Zärtlichkeiten mehr mit meinem Mann. Und da leide ich unwahrscheinlich drunter. Und wie lange seid ihr verheiratet? 31 Jahre. 31 Jahre schon? Ja. Wow. Ich habe mit 18 geheiratet. Ich musste nicht heiraten. Ich habe 3 gesunde Söhne, wo ich sehr stolz drauf bin. Wir haben uns sehr viel aufgebaut. Mhm. Ich bin 49 Jahre. Ich werde nächstes Jahr 50. Ich trage nach wie vor noch Kleidergröße 34. Anita, ich unterbreche dich mal eben kurz. Ja. Ich sehe hier auf meinem Kontrollmonitor, dass man unsere Telefonnummer heute nicht einblendet. Dem müssen wir doch gleich mal ein bisschen Abhilfe verschaffen, indem ich mein schönes altes Schild hier mal wieder aufstelle. Damit ja. Damit ihr auch wisst, wie man telefonieren muss. So. Genau. Ist doch wieder gut, ne? Ja, ja. Genau so. So, 31 Jahre verheiratet, seit acht Jahren keine Zärtlichkeiten keine mehr. Zärtlichkeiten. Kein Sex mehr. Nein, gar nicht mehr. Mhm. Und ich habe bevor das überhaupt bis 41 Jahre hatten wir ein wunderbares Sexleben, wunderbar. Wie kommt das? Ist da irgendwas vorgefallen damals? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also mein Mann sagt immer, ich bin müde. Ich habe volles Verständnis dafür. Er muss den ganzen Tag arbeiten. Aber das muss ich auch. Ja gut, aber also es gibt Urlaub. Müde sein. Nein, es gibt Urlaub, es gibt Samstag, es gibt Sonntag und so etwas. So, und ich meine, wenn wir im Urlaub sind, ich tue die tollsten Dinge. Ich reibe mich mit tollen Öl ein. Ich bade mich. Selbst wenn ich meine Füße in sein Bett reinstecke, schmeißt er mich raus und keift mich an und sagt, raus aus meinem Bett. Ach. Jetzt bin ich schon am Überlegen, ob ich nicht irgendwo in so einen Club reingehe, wo ich mir das hole, was ich brauche. Also du hast Sehnsucht danach? Ja, ich leide darüber. Redet ihr offen auch über eure Sehnsüchte? Ich rede darüber mit ihm und ich habe ihn gefragt, ich sage, Volker, es hat dir doch immer gefallen. Wir haben ein wunderbares Liebesleben vorher gehabt. Ich habe dich verwöhnt mit allem was drum. Und also er hätte wirklich, Domian, im Puff hätte er nicht besser verwöhnt. Ich verstehe. Was sagt denn Volker dann darauf? Lass mich in Ruhe, mach den Kopf zu, halt's Maul, halt die Schnauze. Das ist alles, was er mir Wieso? Sagt. So krass redet er mit dir? Er ist dann sehr, und wenn ich ihm dann sage, ich sage ihm also auch ganz knallhart, hört zu, Volker, ich habe keinen Buckel, habe kein Holzbein, ich sehe auch noch gut aus. War das denn damals vor 8 Jahren, war das schlagartig weg? Schlagartig. Von heute auf morgen. Was ja sehr seltsam ist, ne, finde ich. Das ist sehr seltsam. Bist du sicher, dass er keine andere Frau hat neben dir? Ja, da bin ich also hundertprozentig sicher. Viel zu faul. Wie alt ist er? Er ist 52 und wir haben noch ein großes Problem, er wäscht sich nicht. Er stinkt wie ein Otter. Ach. Und das ist für mich, Domian, wo ich eine sehr gepflegte Frau bin,
Das ist für mich unwahrscheinlich schwer. Ich bin eine sehr offene Frau. Wie oft wäscht er sich denn? Einmal in der Woche duscht er sich. Und das auch nur, wenn ich dann Druck mache, wenn ich sage, du stinkst wie ein Otter. Putzt er sich die Zähne? Nein, überhaupt nicht. Ekelhaft. Ja, das kannst du wohl laut. Habt ihr ein gemeinschaftliches Schlafzimmer, ne? Habe ich gerade geschlossen. Ja, wir haben ein gemeinschaftliches Schlafzimmer, aber ich schlafe mit meinem Yorkshire und er schläft in seinem eigenen Bett. Du schläfst mit deinem Yorkshire schon? Ja. Die Hunde? Ich brauche, das sind kleine Forkels, also klein. Ich brauche die Wärme wenigstens. Aber die Betten stehen nebeneinander? Die Betten sind aneinander, richtig. Mhm. Aber wenn er könnte, würde er dann eine Mauer reinstellen, ne? Hör mal, da ist er mit der Ehe auch alles, aber nicht in Ordnung, ne? Oder? Das ist richtig. Aber kannst du dir vorstellen, Domian, dass ich trotz alledem noch nicht fremdgegangen bin? Aber Das ehrt dich. Jetzt ist das Fass bald übergelaufen oder kurz davor. Ja, genau. Hör mal, wie ist denn, lass mich noch fragen, das muss ich wissen, wie ist denn sonst so euer Kontakt in der Ehe miteinander? Gibt's auch oft Streit über andere Sachen? Wir zoffen uns meistens, wenn wir uns zanken, über Geld, das ist, also denke ich mal, das ist normal, oder über die Kinder. Ja. Ansonsten können wir über alles reden, Domian, das ist es ja. Wir können über alles reden. Nur wenn das Thema auf Sex kommt oder auf Kuscheln kommt, oder zum Beispiel, ich kann dir ein ganz tolles Beispiel geben, wir haben ein wunderschönes Zuhause. Jeder, der uns kennt, sagt, oh mein Gott, also wir haben wirklich ein wunderschönes Zuhause. Mhm. Wenn du bei uns reinkommen würdest, würdest du sagen, also kuschelig, ich habe überall Kerzen an. Mhm. Das macht er alles kaputt, indem er sein Licht anmacht und sagt, ich muss Licht haben, ich muss sehen, was ich hier... So, das okay, finde ich aber schon unmöglich. Finde ich auch, aber das Allerschlimmste finde ich einmal, dass er sich so sexuell zurückzieht, ohne es dir zu erklären. Und und zusätzlich finde ich natürlich extrem schlimm, dass er sich körperlich so hängen lässt und sich nicht mehr wäscht. Was macht er denn beruflich? Hat er im Beruf nicht Schwierigkeiten, wenn er so stinkt? Er ist eine Führungsperson, er ist also im Bau ist er tätig. Und da stinkt... Da fällt das nicht so auf, wenn er sich nicht wäscht, oder wie? Die Arbeiter sagen manchmal auch, also du könntest dich mal wieder waschen. Ich wollte gerade sagen, die Kollegen werden doch wahrscheinlich auch da, die Faxen dicke haben mittlerweile. Ja, es ist richtig. Und wenn ich habe das schon versucht, Domian, indem ich dann sagte, ist okay. Ich bin eine unwahrscheinlich gepflegte Frau. Also ich würde niemals ohne gewaschen oder... Ja, habe ich jetzt verstanden. Also ich finde, dass ihr beide aber wirklich mal ganz, ganz, ganz heftig tacheles über eure Ehe sprechen müsst. Was da los ist? Ich habe ihm schon gesagt, Volker, lass uns zum Eheberater gehen. Halt die Schnauze, mach den Kopf zu, kannst alleine hingehen. Ich habe kein Problem damit. Das lässt du impotent? Gehen wir mal zum Arzt hin. Er lehnt ja alles ab. Ich komme nicht an ihm dran. Mhm. Das lässt du dir auch so bieten, wenn er dir so sagt, halt die Schnauze und sowas? Ja, ich sage dann gar nicht mehr, ich drehe mich dann um. Ich bin unwahrscheinlich traurig, weil ich mir dann sage, mein Gott, ich habe 31 Jahre mit diesem Mann, bin ich jetzt zusammen. Nach der Vorgeschichte, die du mir erzählt hast, finde ich, hast du das Recht, auch dir irgendwas zu holen, was du gerne haben möchtest. Auf der einen Seite. Zweitens finde ich, dass du, wenn er schon nicht mit zu einer Beratungsstelle geht und mit dir nicht zusammen das machen will, dann mach es alleine und hol dir da permanent einen Rückhalt und einen Rat, so wie du es hier jetzt auch machst, indem du hier anrufst und wir ein bisschen miteinander reden können. Ich finde, diese beiden Gleise kannst du gehen und sag es ihm ganz offen. Damit er kapiert, wie ernst die Sache ist. Ja, ich habe ihm, also letzte Woche noch, da hatten wir also einen Riesenkrach gehabt, da habe ich gesagt, ich wollte mit ihm kuscheln, er saß in seinem Schaukelstuhl, ich kam dann an, morgens aus dem Bett, mit einem wunderschönen Nachthemd, bin dann ins Wohnzimmer rein, wollte ihn in den Arm nehmen, lass mich in Ruhe, ich gucke jetzt Fernsehen. Ja, aber Nita, wie kannst du denn nach dem... Dann habe ich mich umgedreht, habe gesagt, hör zu, mein Freund, mach so weiter und ich suche mir was anderes. Ja, dann kam seine Antwort... Pack deinen dummen Arsch und mach, dass du rauskommst. Ja. Das ist mein Haus. Okay, Anita, das reicht dann ja irgendwann. Ne? Ja, irgendwann, ich habe jetzt die Schnauze. Ich würde an deiner Stelle auch nach 8 Jahren nochmal anzukommen und mit ihm kuscheln zu wollen, ist auch schon ein bisschen hardcore von deiner Seite aus. Warum? Richtig, ich meine sicher, ich Nee, irgendwann muss man auch eine Selbstachtung haben und sagen... Ja, genau, ich habe keine Achtung mehr von mir selber. Ja. Ich komme mir wie richtig dumm vor, weil ich darum betteln muss. So, ich mache folgenden Vorschlag. Du wirst dich jetzt mit meinem Psychologen unterhalten, der gibt dir eine Beratungsstelle in deiner Umgebung. Ja. Da sagst du ihm, pass auf, entweder kommst du jetzt mit oder ich gehe alleine und dann gehst du alleine. Und die andere Sache ziehst du einfach durch. Wenn du Bock auf Sex hast, dann such dir irgendwas oder geh in den Swingerclub oder was weiß ich und sagst ihm auch, damit er kapiert, wie ernst das ist. Ja, jetzt klar. Legen wir auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich an. Okay, ich einverstanden. Bedanke mich recht herzlich, dass ich durchgekommen bin. Ja. Alles Gute. Alles Gute, Anita. Sendung. Tschüss. Ja, tschüss. Juhu.
Ihr Lieben, wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, wie ihr unschwerlich bemerkt haben werdet. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, diese Tat geschah aus Liebe. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Vorkommnisse, über Dinge, die ihr getan habt. Schöne Sachen oder vielleicht auch schlimme Sachen, von denen ihr im Nachhinein sagt, das geschah nur aus Liebe. Ich war so ungeheuer überzeugt, dass ich das getan habe, oder ich war so von Sinnen und so bekloppt vor Liebe, dass ich das gemacht habe. Diese Tat geschah aus Liebe. Das ist unser Thema morgen. Diese Woche Samstag gibt es keinen Promi-Talk, weil wir eine lange Karnevalsübertragung im WDR Fernsehen haben. Aber nächste Woche geht's wieder rund und da ist mein prominenter Gast, ich freue mich schon sehr drauf, Ralf Morgenstern. Darauf die Woche wird Oliver Pocher hier sein. Und dann wird Dirk Bach hier sein. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Also nächste Woche, Samstag, ist Ralf Morgenstern mein Promi-Gast. Nadja, 26 Jahre alt. Ist dir das von gerade nochmal, die Nadja? Ja, hallo, genau. Du warst völlig verschwunden plötzlich. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber ich glaube, das war ganz praktisch. Dann bin ich ein bisschen wenigstens vom Puls runtergekommen. Manchmal ist das hier bei unserer Telefonanlage, dass die Leitungen verschwinden. Ich dachte, das wäre jetzt auch so gewesen. Schön, dass wir dich wieder haben, Nadja. Um was ging es denn oder geht es? Bei mir geht es immer noch ums Doppelleben. Und zwar führe ich jetzt seit 2 Monaten ist das so, dass ich einen normalen Beruf gelernt habe, dem auch nachts normal nachgehe. Nachts? Und ja, nachts. Also ich arbeite in einem Altenheim. Ja. Wo ich jetzt eigentlich auch gerade bin. Ja, als Nachtschwester oder Nachtpflegekraft. Genau. Ja. Genau. Und seit 2 Monaten mache ich in meiner Freiwoche immer noch jetzt Prostituierte. Oh. Nicht aber unbedingt freiwillig. Und zwar habe ich auch einen Partner seit 4,5 Jahren. Mhm. Und der ist jetzt seit 2 Jahren ungefähr arbeitslos. Das kam mit der Geburt des Sohnes, kam das auch mit. Und daraufhin habe ich mich vor kurzem dann entschlossen, die letzte Stufe eigentlich runterzugehen und zu sagen, ich prostituiere mich privat bei mir zu Hause übers Internet her. Was heißt das genau, übers Internet? Ja, wir haben einige Anzeigen im Internet geschaltet mit meiner Nummer auch. Ja, aber du triffst dich real mit den Leuten? Ja, ja. Ach so. Ich treffe mich schon real mit denen. Und die können mich kontaktieren und dann treffen wir uns bei mir zu Hause. Ja, und dein Partner weiß Bescheid? Mein Partner weiß Bescheid, dem schmeckt es allerdings nicht so ganz. Er schluckt es eigentlich eher, als dass er es akzeptiert. Mhm. Also es gibt auch viele Streitigkeiten deswegen, was auch manchmal die ganze Sache noch komplizierter macht. War das deine Idee letztendlich? Es war letztendlich meine Entscheidung. Wie fühlst du dich dabei, das jetzt zu machen? Ich fühle mich teilweise echt mies dabei. Mhm. Aber andererseits sage ich auch wirklich, was ich nie gedacht hätte, dass ich wirklich abschalten kann. Dass wenn der Mann da ist, also ich weiß teilweise oft auch gar nicht, wie er heißt, der kommt dann her, legt das Geld hin, dann machen wir halt die Stunde, machen wir durch und es sind halt 100 Euro jedes Mal. Eine ganze Stunde? So lang. Eine ganze Stunde, ja. Und dann wird halt alles praktiziert, außer dass ich anal mache und ich küsse die Männer nicht auf den Mund. Ja, also und eine Stunde ist schon lang, finde ich, ne? Für 100 Euro. Ja, und also, mit keine Gummi? Ahnung. Mit Gummi. Also Blasen, sag ich mal, ist Natur, aber der Sex an sich ist safe. Mhm. Ach so, oral, also ohne Gummi. Oral ist ohne Gummi, ja. Auch nicht gut, finde ich. Ja, es wird halt viel, also ich sag mal so, es gibt viele Seiten, ich habe mich auch bei mehreren geschaltet und es ist wirklich hammermäßig, was angeboten wird. Also da bin ich echt minder und da kriege ich schon teilweise so einen Kontext wie, was ist zu teuer oder so, ne? Aber das passiert in deinem. Das passiert in eurer Wohnung. Das passiert in unserer Wohnung. Ist dein Freund, dein Partner, ist denn der auch in der Wohnung? Der ist mit in der Wohnung, weil wir ja wegen unserem kleinen Sohn, der ist jetzt 2,5 Jahre alt. Gott, ist das hammerhart für den, wenn der weiß im Nebenzimmer, womöglich noch... Ja, das ist ein Haus über 2 Etagen, also na, oben egal. Ist er und unten bin ich dann im Gästeraum. Ja, aber egal. Ja. Aber wie gesagt, also er guckt dann zwischendurch auch schon durch Schlüsselloch und teilweise legt es sich dann auch schon. Am Anfang war es ganz schlimm, da muss ich ihn eigentlich den ganzen Abend nur noch in Ruhe lassen. Habt ihr beide denn, seitdem du das machst, habt ihr noch Sex miteinander? Wir haben auch Sex miteinander, also... Macht dir das Spaß? Mit ihm direkt macht es mir Spaß, weil ich sag ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich kann so direkt komplett abschalten. Ist für dich eine ganz andere Welt dann. Genau, ich gehe dahin, ich sag mal auch so, also wenn die Männer kommen, ich mache die Augen zu dabei auch, ich gucke die noch nicht mal direkt an. Mhm. Das heißt, wenn man mich fragen würde, wie sah der aus oder hatte der irgendwas Markantes oder so, könnte ich nicht genau sagen. Wie viel hattest du jetzt schon in den 2,5 Monaten?
2 Monate. Also so 15 oder 18 oder so, weil es ist halt relativ nebenbei und es geht auch immer nur, sag ich mal, wenn ich eine Freiwoche habe. Ja, ja. Weil macht denn dein Freund das Spaß, mit dir zu schlafen noch? Sagt er da was drüber? Naja, so zwischendurch geht es eigentlich. Also dann ist das schon für ihn relativ widerlich. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja. So, ja, jetzt rufst du mich an und erzählst mir das. Wenn alles absolut in Ordnung wäre, würdest du mich ja wahrscheinlich gar nicht anrufen. Ja, es ist für mich so ein kleiner Zufall, weil zwischendurch, also ich hatte jetzt, einmal hatte ich auch einen, der war relativ nett. Und ich sag mal so, wäre ich vielleicht auch so davor gewesen, meine Tabus zu brechen oder so. Das heißt? Dass in der Beziehung in sich auch nicht immer allgemein alles stimmt. Also wir sind zwar jetzt 4,5 Jahre sind wir jetzt zusammen. Ja, stopp. Was heißt alle Tabus brechen? Ja, zum Beispiel dieses Küssen oder so. Also anal ja nicht unbedingt, aber das Küssen auch zu machen und eigentlich auch, dass es zärtlicher gewesen wäre. Aber ich habe halt auch immer im Hinterkopf, dass er auch durchs Schlüsselloch kommt. Und es ist halt auch immer dieser Stress da, weil dir wäre lieber, wenn er gar nicht da wäre. Nee, also mir wäre es wirklich manchmal lieber, wenn er nicht da wäre, weil es dann auch etwas einfacher wäre. Aber und auch immer diese Vorwürfe, die er mir danach macht, weil ich sehe in dem Moment wirklich das Geld und sehe, dass die Rechnungen und Sachen alles bezahlt werden können. Okay, und er aber, okay, du hast und er und er und er. Ich wäre genauso drauf, wenn ich er wäre. Ich könnte das nicht aushalten, wenn meine Frau sowas machen würde. Ich kann es ja auch irgendwie verstehen. Also da gäbe es gar keine Diskussion. Null Diskussion. Ich wundere mich überhaupt, dass er sich hat so weit drauf eingelassen, auf die ganze Sache. Es war halt irgendwie kein anderer Ausweg mehr, wo wir irgendwie noch probieren oder so. Ich glaube nicht, dass lasse ich nie gelten, wenn man sagt, die Prostitution, es gab keinen anderen Ausweg mehr. Glaube ich nicht. Es gibt immer irgendwie einen anderen Ausweg. Irgendwie geht es immer. Irgendwas. Ja, nur was. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja schon meinen normalen Beruf. Okay, das kann ich. Ich kann ja jetzt keine Finanzberatung hier machen. Das weiß ich nicht. Aber wenn man Gefahr läuft, dass man entweder selbst Schaden nimmt oder vielleicht die Beziehung Schaden nimmt, ihr seid eine junge Familie, finde ich, ist es mit nichts und aber auch gar nichts zu rechtfertigen, in die Prostitution zu gehen. Aber du hast ja gerade selbst eine Andeutung gemacht, dass die Beziehung eben auch nicht mehr so rosig ist zwischen euch. Nee, die ist nicht mehr ganz so groß. Also mich hält auch vieles, hält mich auch wegen meinem Sohn. Also da mache ich immer Ausreden und Abstriche und sag mal so, in die Bequemlichkeit, man setzt sich so ins Nest hinein, weil das heißt, man müsste ja so viel umbauen und ummosern, wenn man sich jetzt trennen will. Ja, ja, das ist dann die Bequemlichkeit, in die Leute sich zurücklehnen. Aber letztendlich wird das Leben immer schwieriger und immer bedrückender für die Leute, weil sie diese materiellen Verstrickungen haben. Ich frage nochmal zusammenfassend, wenn dein Lebenspartner nicht da wäre, nehmen wir mal einfach so abstrakt das mal an, dann wäre das für dich okay mit dem, was du da machst. Teilweise wäre es für mich einfacher. Es wäre nicht unbedingt okay und auch nicht sehr schön. Und ich würde es auf Dauer auch nicht machen wollen. So, jetzt musst du dir überlegen, was ist mir meine Beziehung wert? Will ich diese Beziehung haben und bin ich bereit, für diese Beziehung auch mich ins Zeug zu legen? Das ist die allererste Frage, die du dir stellen musst. Wenn du die mit Ja beantwortest, dann musst du die Sache aber schleunigst sein lassen und kümmere dich um deine Beziehung. Kümmere dich vielleicht auch mit fachkundiger Hilfe um die Beziehung. Ja. Ob er das wieder hinkriegt. Wenn die Beziehung nicht mehr in Ordnung ist, dann finde ich, dass du auf jeden Fall auch dich darum kümmern müsstest, dass es dann zu einer Trennung kommt, auch wenn es also kompliziert ist. Weil das ist kein Zustand dann, in dem ihr da lebt. Ihm geht das sehr ans Herz, dich belastet es, irgendwie ist alles kompliziert und belastend für alle. Ja, vorhin sage ich mal auch so, es ist ja auch sehr schwer, weil es ist ja auf Arbeit, ich habe ja auch mein normales Berufsleben und wenn die das alle rauskriegen würden, zudem, wäre es auch nicht unbedingt so einfach oder meine Familie und alle, die da drumherum sind, weil das weiß ja eigentlich überhaupt keiner. Weißt du, das Allerbeste wäre, finde ich, ich kann dich jetzt finanziell da nicht toll, schnell und klug beraten. Nein. Wenn du dich da rausziehen würdest, sagen wir mal erstmal, wenn du deine Beziehung ansehen würdest, dieses ins Reine bringst, wie auch immer, und dann für dich deinen Weg gehst. Das wäre das Klügste. Wurstel nicht so weiter, wie du es jetzt machst. Ich glaube, das wird in einem sehr großen Unbehagen, wenn nicht Unglück, enden alles.
Das denke ich mir manchmal auch alles so, dass es vor allem, weil es auch immer alles so kompliziert ist und ich denke mal, dass ich selber auch irgendwann dran kaputt gehe und ja. Er geht dann auch dran kaputt. Ja. Weil ist man immer auf beide Seiten Rücksicht nehmen muss. Das ist es alles nicht wert. Genau, das sind alle materiellen Dinge dieser Welt, sind es nicht wert. Da muss man sich vielleicht von einigen Sachen verabschieden, da muss man weniger konsumieren oder das Haus verkaufen oder ich weiß nicht, in welchen Umständen ihr da lebt. Also das wäre, so wie ich es vorhin formuliert habe, wäre mein Rat und mein Tipp an dich. Ja, gut. Na tja, alles Liebe, alles Danke, Gute. Tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer, meine Faxnummer ist, nicht Faxnummer, meine E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und die Themen könnt ihr ein bisschen näher euch angucken unter www.domian.de und auch Näheres zu unseren Promi-Gästen für die nächsten Samstage lesen. Anna, 22 Jahre alt. Hallo Anna. Hallo. Hallo Anna. Hörst du mich? Ja. Das ist gut. Ich höre dich auch gut. Gut. Um was geht's bei dir? Und zwar habe ich seit 5 Jahren fast einen Freund. Du bist 22, ne? Habe ich gerade, glaube ich, nicht gesagt. Ja. Ja, seit 5 Jahren. Ja. Mhm. Also fast 5 Jahre im Januar. Und der hat seinen absoluten Lebensmut verloren. Er hat seinen Lebensmut verloren? Ja. Warum? Er wurde als Kind sexuell missbraucht. Ja. Ist er so alt wie du? Ein Jahr jünger. 19. Nee, ich bin 22. Ach, du bist 22, entschuldige, ja. Fast 21. Ja. Mhm. Ja, und das wurde totgeschwiegen. Mhm. Also nie wurde drüber geredet, die Eltern hatten überhaupt dann das einfach vergessen. Und wer hat ihn denn sexuell missbraucht? Den hat er auf dem Campingplatz kennengelernt. Ja. Und wurde also dann im Zelt. Ein Fremder? Ja. Ist das einmal passiert oder öfter? Einmal. Wie alt war er da? Das war Anfang Pubertät, ja, er weiß es selber nicht mehr, so 11, 12, 13 in dem Alter. Ist von dem Mann vergewaltigt worden. Ja. Und er hat ihn nachher ins Gesicht gelächelt bei der Gerichtsverhandlung. Ach so, der ist angezeigt worden, der Mann. Ja. Dann hat er nur 3 Jahre gekriegt. Mhm. Und hat ihn ins Gesicht gelächelt, wir sehen uns wieder. Mhm. Und er hat ganz starke Angstzustände. Ist die Zeit jetzt rum? Ja, schon länger. Mhm. Mhm. Ja, klar. Wenn du das so sagst mit der Pubertät, ja klar. Mhm. Ja, und jedenfalls hat er sehr starke Angstzustände bekommen und ich rede eigentlich schon seit 2 Jahren, dass er Therapie machen soll. Mhm. Er hat jetzt Gott sei Dank endlich angefangen. Mhm. Er war dann auch schon 5 Wochen in der Klinik, richtig? Ja. Weil es gar nicht mehr ging. Dann hatte er ein bisschen wieder Lebensmut gefangen und das ist jetzt alles wieder weg. Ich habe jeden Tag Angst, dass er sich was tut. Dass er sich umbringt? Ja. Hm. Du siehst den Zusammenhang zwischen dem Missbrauch ganz klar. Ja, und auch, er hat nicht die Liebe von seinen Eltern gekriegt, die er gerne gehabt hätte. Hm. Seine Mutter kann überhaupt nicht lieben. Hm. Aber eure Beziehung ist in Ordnung? Na, sie leidet schon mit drunter, ja. Ja. Auf jeden Fall ist er, kann eure Beziehung ihn nicht mehr ins Licht ziehen, offensichtlich, ne? Teilweise. Ich muss jeden Tag wieder drum kämpfen. Hm. Ist er noch Schüler oder ist er berufstätig? Er hat eine Ausbildung angefangen. Hm. Und hat dann halt, er ist anfällig für Krankheiten dadurch und kommt halt auch schlecht aus dem Bett dadurch. Hm. Und dann hat seine, die für ihn zuständig war in der Ausbildung, ja, ihn gezwungen, alles zu erzählen. Er hat es unter Tränen ihr erzählt und sie hat ihm nach 1,5 Stunden ins Gesicht gesagt, ich glaube ihm kein Wort, ich will mit dem Psychologen reden. Und er ist rausgeflogen? Er hat selber gekündigt, er konnte nicht mehr hin. Das heißt, im Moment ist er arbeitslos? Nee, er hat jetzt angefangen, Gymnasium zu machen. Mhm. Also der macht jetzt Abitur. Mhm. Lebt er noch bei seinen Eltern? Nein, der wohnt mit mir zusammen. Ach so, ihr wohnt zusammen. Mhm. Ah ja, mhm. Also große Angst um ihn, ja, und das Gefühl der Hilflosigkeit. Du machst alles und weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Genau. Er ist dann in der Therapie. Ja. War auch schon in der Klinik, das hat aber nicht viel genutzt. Wie oft geht er denn jetzt zu seinem Therapeuten? Ich
verstehe das gar nicht. Eigentlich ist das ja jede Woche und hin und wieder ist eine Woche zwischendurch frei und dann mal wieder jede Woche, dann wieder eine Woche zwischendurch frei. Das ist so, ich habe Angst, irgendwie so sporadisch irgendwie. Ja, hast du, glaubst du, dass der Therapeut das mitbekommt, wie ernst die Situation ist oder spielt er da was vor, wenn er da ist? Ich glaube, er spielt ihn teilweise vor. Ich habe ihm dann sehr nahegelegt, er soll doch nach Tabletten fragen, weil das gar nicht mehr ging. Mhm, und die nimmt er jetzt seit 1,5 Wochen. Mhm. Und die haben aber auch keine so große Wirkung. Bis jetzt noch nicht. Ja. Das verstehe ich, dass du dir richtig Sorgen machst. Ja. Und du hast wahrscheinlich auch so den Eindruck, dass du ihn gar nicht erreichst, wirklich. Überhaupt nicht. Mhm. Besonders, ich habe das alles schon mit meinem Pflegevater mitgemacht. Mhm. Er hat sich schon dadurch umgebracht. Mhm. Und ich weiß, wie es ist. Also ich würde jetzt so spontan aus meinem Gefühl heraus sagen, nimm du Kontakt mit dem Psychologen auf. Und mach ihm die Situation so deutlich, wie du sie empfindest. Dass von der Seite aus etwas passiert und man initiativ wird. Jetzt will ich dir aber nichts Falsches sagen. Das ist eine sehr ernste Situation und ich glaube, da gibt es ganz klare Vorgehensweisen, auch von psychologischer und von ärztlicher Seite, wie man sich da als Angehöriger verhält. Deswegen möchte ich, dass du mit meinem Psychologen das jetzt berätst. Da bist du in sehr guter, fachkundiger Hand. Ich finde es toll, dass du dich so sehr sorgst um deinen Freund und finde auch toll, dass du es angerufen hast. Denn du suchst ja auch eine Hilfe für dich und für ihn zusammen, um etwas in die Wege zu leiten und etwas Gutes anzustellen. Mhm. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Carsten ist hier. Carsten ist 30. Hallo. Hallo Carsten, guten Hallo Morgen. Domian, erstmal Gratulation zu deiner Sendung. Dankeschön. Ja, und zwar geht es bei mir darum, das liegt ein bisschen weiter zurück, also ich war mit meiner Freundin zusammen, die ist 2 Jahre. Mhm. Wir haben uns durch einen One-Night-Stand kennengelernt. Mhm. Und daraus hat sich halt mehr entwickelt. Und ich war damals auch in einer Beziehung drin gewesen. Wir sind gleich zusammengezogen. Mhm. Und jetzt sind wir halt so weit, was das Finanzielle in einer Beziehung betrifft, habe ich viel Scheiße gebaut. Und jetzt weiß ich halt nicht mehr weiter. Wir haben uns jetzt getrennt schon mittlerweile. Wir sind seit 3 Wochen getrennt. Mhm. Leben zusammen in einer Wohnung. Sind vor 4 Wochen in diese Wohnung gezogen. Wie, vor 4 Wochen in die Wohnung gezogen und getrennt vorher? Nein. Aber nicht vorher, sondern kurz danach. Später, mhm. Ja. Seit 3 Wochen getrennt und vor 4 Wochen reingezogen. Genau, ja. Mhm. Wir haben vorher schon die ganze Zeit zusammengelebt. Mhm. Und wie ist denn die Situation jetzt im Moment, wenn ihr quasi getrennt seid und wohnt da in einer neuen Wohnung? Schwer. Schwierig, schwer, ne? Ja. Was heißt das? Du sagst gerade, du hast finanziell ziemlich viel Mist gebaut. Was ist das? Also wir haben uns damals die Miete immer geteilt und wir haben halt immer, ich habe halt immer entweder 1 Monat oder 2 Monate halt später gezahlt und ich habe damals berufliche Probleme gehabt und habe es halt, ich weiß nicht, ich bin halt so erzogen worden. Ich habe halt von Anfang an musste ich halt für mich selber sorgen. Und ich habe halt kaum meine Freundin mit in unsere, auch in meine finanziellen Probleme mit einbezogen. Also sie hat mehr von ihrer Seite gegeben, aber von mir hat sie gar nichts gekriegt. Und das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist mit der Miete? Du hast die Miete auch nicht, deinen Anteil nicht bezahlt, oder? Ja, genau. Wenn, dann habe ich nur 2 Monate später bezahlt. Hast du bei ihr Schulden? Ich habe bei ihr Schulden, ja. Wie hoch sind die? Was, bei 1.000 Euro? Ja, geht ja noch. Ja, aber trotzdem, das belastet. Ich hatte jetzt Schlimmeres erwartet. Ich dachte, du hast sie nicht gezielt betrogen, du hast nicht Geld von ihrem Konto geholt oder irgend sowas. Das hast du nicht gemacht. Nein, aber ich habe halt ihr Vertrauen verletzt. Verstehe. Und das ist bei der Frau, sie ist 7 Jahre jünger als ich, sie ist 23 Jahre alt. Mhm. Und ich habe vorher nie irgendwie groß jetzt Liebe gehabt. Ich habe gerade mal eine große Liebe in meinem Leben gehabt, aber jetzt bei ihr ist es halt total extrem. Das ist also die letzten 2 Wochen, ich habe ihr hinterher telefoniert, ich habe alles gemacht. Keine Ahnung, sie hat mir noch eine Chance gegeben. Weswegen ist denn jetzt, das habe ich immer nicht richtig kapiert, weswegen ist es denn kaputt gegangen? Wegen dieser Finanzgeschichte? Ja, genau. Ach, ausschließlich deshalb? Ja, ausschließlich deshalb und wegen Vertrauen und halt ausschließlich wegen der Finanzen, in dem ganzen Mist, ja. Mhm. Und
ich weiß jetzt halt nicht weiter. Ich habe jetzt, ich habe vorher schwarz gearbeitet. Ja. Und ich wollte sie auch nicht sagen, weil sie immer nach meinen Lohnabrechnungen gefragt hat oder nach meinen, wo ich arbeite und so. Und ich habe halt nie richtig damit rausgewirkt. Mhm. Aber es ist so, dass es, ich frage das jetzt nochmal, dass es ausschließlich um diese Mietzahlungen gegangen ist. Ja, es ging ausschließlich ums ganze Finanzielle, ja. Nee. Was heißt ganze Finanzielle? Ging es um die Mietzahlung oder ging es auch noch um andere finanzielle Sachen? Nein, es ging nur um die Mietzahlung, ja. Du hast dir auch nicht manchmal Geld von ihr gepumpt und das nicht zurückgezahlt, das auch nicht? Ja. Nicht? Ja, ich habe es schon zurückgezahlt, aber erst enorm. Ich frage deshalb so genau und immer wieder nach, weil mich das so ein bisschen wundert, dass das ist nicht schön, das ist blöd, was da gelaufen ist. Ich weiß es selber. Wir leben hier in Baden-Württemberg und da ist es ein bisschen extremer, was finanziell betrifft. Aber ja. dass sie jetzt wirklich deshalb die Beziehung beendet, das heißt, das muss ja schon, entweder ist da noch was anderes im Busch, oder das ist so gravierend für Sie, dieser Vertrauensbruch, dass es dadurch erklärbar ist. Es ist halt hauptsächlich durch diese Mietsachen. Es ist ja nicht nur einmal passiert, ist ja klar, ist ja mehrmals passiert, weil dadurch, dass ich ja schwarz gearbeitet habe, ich habe auf dem Bau gearbeitet, schwarz, und habe ich ja unregelmäßige Zahlungen bekommen. Jetzt wohnt ihr da in einer Wohnung zusammen. Ja, wie soll denn das jetzt weitergehen? Ich weiß es selber nicht. Redet ihr überhaupt? Wir reden schon, aber es gibt, ich weiß nicht, sie kommt immer so mit zweideutigen Sachen, dass sie mit mir wieder zusammenkommen möchte, deswegen rufe ich ja auch an, weil ich nicht mehr weiter weiß. Sie kommt immer mit zweideutigen Sachen, dass sie mit mir wieder zusammenkommen möchte, aber ich weiß auch nicht, ich blockiere da, ich bin ein extremer Dickkopf, keine Ahnung, ich tue das blockieren, weil ich nicht genau weiß, woran ich bin. Das heißt, von ihrer Seite ist da schon ein Signal, wie du es gerade gesagt hast, und die Frau liebt dich schon. Ja. Ja, das tut sie auf das jeden Fall. Tut sie auf jeden Fall. Ja. Und du liebst die Frau auch? Ja, aber ich weiß nicht wie. Was heißt, ich weiß nicht wie? Ich bin in der Sache ein extremer Dickkopf, aber ich... Moment, wieso? Eigentlich müsste sie ein Dickkopf sein. Du hast ja die Schuld. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich ihr Vertrauen zurückbekommen kann. Indem du zum Beispiel erstmal das Geld zurückzahlst, so schnell wie möglich. Ja. Indem du dich reuig zeigst, dich entschuldigst. Hast du das schon gemacht? Nein, noch nicht. Warum nicht? Ja, warum nicht? Bei mir gießt du Asche über dein Haupt und sagst, ich bin schuldig, ich habe das und das gemacht. Und bei ihr entschuldigst du dich nicht mal? Ich habe ihr schon gesagt, dass ich dafür schuldig bin und dass ich dafür... Wir haben eigentlich schon alles ausgesprochen, was das betrifft. Auch. Hast du dich richtig entschuldigt? Oder hast du gesagt, es tut mir verdammt leid? Gib mir eine neue Chance. Ja. Gerade hast du gesagt, nein. Ja, sie hat Nein gesagt, aber auch eine Woche später, wir haben dann so eine Trennungsphase, du kennst es ja, Frauen brauchen Zeit, müssen so über sich selber nachdenken, dann haben wir eine Trennungsphase gehabt und dann hat sie halt gesagt, okay, lass mir eine Woche allein, dann ist sie eine Woche zu ihren Eltern gegangen, das waren vielleicht so 10 Kilometer Unterschied und dann kam sie wieder zurück und in der Woche, natürlich hat sich mehr entwickelt, wir haben jeden Abend telefoniert und dann hat sie gesagt, okay, ich lerne dir wieder zu vertrauen. Und dann kam sie hierher nach der Woche, es war ein Freitag, und dann sagt sie, baff, es ist wieder aus, ich weiß nicht, und jetzt wohnen wir wieder zusammen und ihre Gefühle sind jeden Abend anders. Ich weiß auch nicht mal, was ich machen soll. Ja, jetzt schilderst du es so. Was meinst du denn, wo könnte denn deine Schuld liegen, abgesehen davon von dem Geld jetzt? Meine Schuld einfach war, dass ich nicht 100% ehrlich zu ihr war, wie es in einer Beziehung eigentlich sein sollte. Okay, das habe ich ja schon verstanden, das hast du ja schon ein paar Mal erklärt. Aber ich meine jetzt auch in der jüngsten Zeit, du hast gerade zu mir, ich bin so ein absoluter Dickkopf. Ja, total, ja. Ja, was heißt denn das? Heißt das, dass... Ja, ich block halt ab, ich möchte halt eine Bestätigung, obwohl ich eigentlich gar nicht in der Lage dazu wäre, eine Bestätigung zu verlangen, aber ich möchte halt eine Bestätigung, keine Ahnung, dass sie noch was von mir will, dass ich mir sicher sein kann, keine Ahnung. Klingt ziemlich vertrackt, das Ganze, ne? Ja, ja, ist auch, ja. Könntest du dir vorstellen, dass du, sie und eine neutrale Person darüber redet? Ja, könnte ich, ja. Dann würde ich in dem Fall das wirklich, wirklich dringlich euch raten. Ich meine, du hast ja angerufen und wir reden miteinander. Ja. So. Und deine Freundin wird offensichtlich, hoffentlich auch bereit sein zu sprechen. Ja, ja. So, dann kriegst du jetzt. Ich weiß halt nicht wie. Dann kriegst du jetzt von mir gleich von meinem Psychologen eine Adresse von einer Paarberatungsstelle in deiner Umgebung. Ja. Und dann wandert ihr beiden da mal schön brav hin.
Und dann habt ihr eine neutrale Person, die in wirklich auch mit Zeit über eure Sache redet und euch vielleicht auch dann schafft euch wieder zueinander zu finden. Ich glaube, dass uns das auch fehlt. Ja, aber weil die Grundvoraussetzungen sind ja gut. Offensichtlich will sie dich und du willst sie ja auch. Ja. Da muss nur etwas weggeräumt werden, was ihr offensichtlich nicht imstande seid, wegzuräumen im Moment. Ja, genau, ja. So, und dann ist das immer gut, wenn das eine neutrale Person macht. Ja, ja. Jetzt legst du auf, mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und du wirst versorgt, okay? Okay, alles klar. Soll ich da jetzt auflegen? Du legst auf, ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ne? Alles Gute. Ja, ciao. Tschüss. Danke. Danke. Nathalie, 23. Hallo Nathalie. Hallo. Ja, guten Morgen Nathalie. Hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, heute sind alle aufgeregt, was ist los? Nathalie. Keine Ahnung. Um was geht's denn? Ja, ich bin seit ein paar Monaten mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und natürlich würden wir auch gern miteinander schlafen, aber ich kann nicht. Warum nicht? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Ich denke, dass ich ein paar Angstzustände habe oder sowas. Du bist 23? Ja. Hast du denn schon mal mit jemandem geschlafen? Ja, ja. Das schon? Und das war für dich okay und schön oder eher nicht so der Hammer? Ich habe es über mich ergehen lassen, sagen wir es so. Ja. Wie viel Mal ist es schon geschehen? Kann ich jetzt nicht sagen, also weiß ich nicht genau. Naja, so viel noch nicht, so oft noch nicht. Nee, nee. Mhm. Befriedigst du dich selbst? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich mach das nicht. Keine Lust, so den eigenen Körper mal zu erkunden und vielleicht auch diese Lustgefühle mal zu erleben? Nee, das Bedürfnis ist nicht da. Ja. Die paar Mal, wo du mit einem Mann geschlafen hast, hast du da einen Orgasmus schon mal gehabt? Nee. Mhm. Also wie gesagt, ich habe sie einfach über mich ergehen lassen. Ja, das klingt schon sehr, sehr, sehr hart, ne? Ich habe sie über mich ergehen lassen. Ja, ich wollte einfach, dass die Männer irgendwie den Spaß haben und mir war es halt egal. Mhm. Aber das ist eine falsche Einstellung, finde ich. Ich finde, die Frauen sollen genauso viel Spaß haben wie die Männer. Ja, und, schon. Und die Frauen sollen das auch den Männern sagen, wenn sie keinen Spaß haben. Denn das ist Lüge und Vorspielerei und das hat nie eine gute Grundlage. Ist nie eine gute Grundlage für eine längere Beziehung. Das weiß ich. Wie kommt das, dass du gar keine Lust und keinen Spaß hast? Na, ich habe ja Lust, aber ich weiß nicht. Ich denke, weißt du, mit 16 ist mir da eine Sache passiert und seitdem kann ich das irgendwie nicht mehr. Seitdem habe ich einfach richtig Angst. Was ist da? Was ist da passiert mit 16? Also ich wurde mit 16 vergewaltigt. Ah ja. Und mein Ex-Freund hat das halt rausgekriegt, zufällig. Ja. Und ich habe ihn zu spät auch angezeigt und so und ist natürlich nichts geworden. Und ich würde natürlich gern mit meinem Freund schlafen, aber ja. Immer wenn wir zu dem Punkt kommen, irgendwie dann kann ich irgendwie nicht. Dann kommen die Bilder hoch und so und dann sage ich, nee, es geht nicht. Jetzt ist mir das völlig klar, wenn du das so erklärst. Dann ist mir das völlig klar, dass du da blockiert bist und dass du auch keine Lust bisher so verspürt hast, zum Beispiel auch mit dir selbst Spaß zu haben. Und wahrscheinlich ist diese ganze Bereich Sexualität, da willst du irgendwie aufgrund des schlimmen Ereignisses einfach nichts mit zu tun haben, ne? Weil es verbunden ist mit schlimmen und dramatischen Erinnerungen vermutlich. Genau. 16 Jahre warst du alt, als es passiert ist. Wo ist es passiert? Im Hotelzimmer ich bin mit einem Freund da hingefahren. Mhm. Und der Freund hat das dann auch gemacht? Mhm. Mhm. Obwohl du ihn vorher kanntest und Vertrauen zu dem hattest? Mhm. Also ich habe ihn eine Woche ungefähr vorher kennengelernt. Mhm. Und ich wusste ja nicht irgendwie, dass er so drauf ist. Ne? Ja. Und warum seid ihr da in ein Hotelzimmer gegangen? Weil er von weiter weg kommt oder kam und war halt da, hat einen Freund besucht oder was. Ja. Und dann habe ich ihn halt kennengelernt und bei seinem Freund ist aber blöd halt, um sich kennenzulernen. Naja, und dann sind wir in irgendein Hotel gegangen. Mhm. Und das war deine erste Erfahrung mit Sexualität, diese Vergewaltigung? Das ist natürlich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und du hast seitdem, du bist jetzt hier schon 23, hast dir nie mal Hilfe geholt bei einem Psychiater, beim Psychologen? Nee, bis zu meinem letzten Freund habe ich es verdrängt. Also ich habe es niemandem erzählt. Mhm. Und mein Ex-Freund hat es halt rausgekriegt, irgendwie.
Und seitdem weiß er, also seitdem habe ich erst darüber gesprochen und was vorher schon mal, gar nicht. Was ja schon mal wichtig ist, das ist schon mal immer der erste Schritt, dass man für sich selbst das thematisiert, dass man spricht und dass man natürlich auch anderen Leuten das erzählt. Ja, ich wollte es ihm ja gar nicht sagen, er hat es ja rausgekriegt. Ja, ja, gut, vielleicht ist das sogar eine ganz gute Fügung, dass er es rausbekommen hat. Immerhin vielleicht auch nicht. Ich glaube schon. Immerhin rufst du jetzt bei mir ja auch an und erzählst davon. Ja, aber jetzt kann ich ja darüber reden, jetzt weiß es mein Freund und vorher hätte ich das ja auch nicht gemacht. Mhm. Also der Ex-Freund hat das rausgekriegt und der aktuelle Freund, der weiß das. Dem hast du es erzählt. Ja, immerhin hast du es erzählt. Dann kann er das doch wahrscheinlich im Moment auch besser nachvollziehen. Er kann es verstehen, er drängt mich auch nicht oder sowas. Aber ich sehe es ja, dass er auch enttäuscht ist dann, ne? Bitte? Wenn wir nicht weitermachen. Ja, ist klar. Mhm. Aber ich finde, das ist jetzt so eine Phase ist jetzt eingetreten, nachdem du das ja schon auch anderen erzählst, immerhin hier bei mir anrufst und es auch so in der Öffentlichkeit erzählst. Nee, ja, okay. Dass du etwas unternimmst für dich und dein Leben. Dass du dir Hilfe suchst, um da rauszukommen aus diesem, das ist ja wie ein Gefängnis, in dem du da sitzt, gefühlsmäßig. Ja. Also es wissen auch nicht viele Leute, also ich habe es auch keinem gesagt, so wirklich. Ich glaube, wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat, das ist ja wirklich ein Trauma, das ist ja was ganz Schlimmes. Ja. Dass in den seltensten Fällen man das schafft, alleine da rauszukommen und wieder ein ganz normales Leben zu führen. Ich glaube, in den meisten Fällen braucht man einfach professionelle Hilfe und Unterstützung. Ja, mein Freund hat mir ja auch schon angeboten, dass ich zur Therapie gehen soll. Ja, ja. Und er hat ja auch gesagt, er würde da mitkommen oder so, jedenfalls wie er es beruflich kann. Ja. Aber ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ich traue mich das irgendwie nicht. Und ich habe keine Lust, dass der Psychiater oder der Therapeut halt die ganzen Sachen wieder hochholt und die ich jetzt irgendwie verdränge. Aber weißt du, ich glaube, das ist der bittere Weg, den man gehen muss. Das Verdrängen, das führt zu nichts. Das führt zu keinem guten Ziel, das hast du ja schon gemerkt. Ja, ich weiß. Das heißt, wenn man da raus will, muss man nochmal den bitteren Weg gehen, dass man das alles nochmal bespricht und nochmal alles hervorholt. Ja, muss ich wahrscheinlich. Aber das macht man natürlich mit jemandem zusammen, der davon sehr viel Ahnung hat und der das auch behutsam macht und der dir dabei auch hilft, dass es nicht zu schlimm und zu schmerzhaft für dich ist. Deswegen würde ich dir das wirklich dringend, dringend, dringend raten, das anzugehen. Tu es für dich persönlich, tu es natürlich auch für deinen Freund, aber für dich persönlich musst du es in erster Linie tun, weil du danach ein schöneres Leben haben wirst, hundertprozentig. Weil so, wenn man das verdrängt, dann hast du es immer noch in dir und da ist die Grundverkrampfung da und der Grundschmerz und das wirst du nicht los alleine. Okay. Möchtest du vielleicht von meinem Psychologen noch ein paar Tipps haben, so in Richtung Therapie, wie man es am besten macht und so weiter? Ja, kann ja nicht schaden. Okay, das finde ich auch, kann nicht schaden. Natalia, legst du auf und wir rufen zurück, okay? Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Andreas, 38 Jahre, hallo Andreas. Hallo Andreas. Ja, hallo. Ja. Schönen guten Abend erstmal. Ja, dir auch. Ja. Weswegen hast du angerufen? Ich habe folgendes Problem. Ich habe jemanden ganz böse zugerichtet und zwar aus vollem Grunde. Der hat versucht, sich in meiner Tochter zu vergehen. Mhm. Und zwar, ich war mit meiner Frau und meiner Tochter im Schwimmbad. Mhm. Die Kleine saß vorne am Wellenbecken. Wie alt ist sie? 2 Jahre. Ja. Und, tja, wie soll ich sagen? Ich drehte mich um, wollte mir gerade eine Zigarette anmachen. Und dann drehte ich mich wieder um zu meiner Tochter und da saß jemand vor ihr. Mhm. Und, ich guckte, ging da hin und sah dann, wie der oder die Person meine Tochter zwischen den Beinen rumspielte. Und da habe ich ihn gefragt. Im öffentlichen Schwimmbad? Im öffentlichen Schwimmbad, ja. Mhm. Ich habe ihn gefragt, was das sollte. Und er guckte mich nur an und sagte, wieso, was ich denn von ihm will. Mhm. Ich habe gesagt, pass mal auf, sag ich, das ist meine Tochter. Vielleicht lass mal deine Finger von dem Kind und mach, dass du wegkommst. Mhm. War ganz schnell. Ja, da ist er hochgekommen und wurde dann handgreiflich und patzig mir gegenüber, dann habe ich rot gesehen. Das heißt? Ich habe ihm ganz böse zugerichtet. Was heißt das? Ganz böse zugerichtet? Ja, dem fehlen jetzt 2 Zähne, der hat ein blaues Auge. Die haben mich dann mit 30 Mann von ihm runterholen müssen. Mhm. Wann war das? Das war am Samstag. Am Samstag? Das heißt, der Typ
ist im Krankenhaus oder ist ambulant behandelt worden? Der liegt wohl noch im Krankenhaus und der hat da soll wohl angeblich jetzt, oder so wie ich mitbekommen habe, jetzt eine Anzeige gegen mich laufen wegen schwerer Körperverletzung. Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe Zeugen genug dafür. Ich habe auch schon mit Freunden, Bekannten darüber gesprochen. Die haben alle gesagt, das ist eine Notlage gewesen. Du hast versucht, das Leben deiner Tochter zu schützen. Ja, so klar ist es ja nun nicht, ne? Nein, das mag so richtig sein. Das ist ja nun nicht so klar. Das Leben deiner Tochter war ja nicht in Gefahr. In meiner Hinsicht oder in meinen Augen doch in diesem Moment. Weil ich habe, wenn jemand sich an Kinder vergreift, dann... Ja, aber so klar war es ja noch alles gar nicht. Und dann selbst so zuzuschlagen, das ist ja nicht der Weg. Du hättest ja sofort die Polizei anrufen können. Sofort. Du hättest die Kleine nehmen sollen und sofort die Polizei anrufen. Die Polizei ist auch gerufen worden. Ja, aber zu spät. Ja. Wenn da was Schlimmes vorgefallen ist, das will ich ja gar nicht jetzt schönreden. Wenn das jemand ist, der sich an kleinen Kindern rumkrabbelt, ist das schlimm genug und da muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber das, was du gemacht hast, ist eben auch nicht das Richtige. So kann man selbst justizmäßig eben auch nicht in solchen Lagen agieren. Ja, da hättest du wirklich sofort das Kind nehmen und zur Telefonzelle oder zum Bademeister und sagen, hier so und so und so. Ja, das hat man mir auch gesagt, dass diese besagte Selbstjustiz, ne? Mhm. Und ich habe auch schon mit meinem Rechtsanwalt darüber gesprochen gehabt. Ich war am Montagmorgen direkt bei meinem Rechtsanwalt gewesen, hat ihm die Sache geschildert. Mhm. Und er sagt, das war blöd, was du da gemacht hast. Mhm. Auf eine Art und Weise, sagt er, du hast den Typen festgehalten und er hat auch versucht, dich abzugreifen. Mhm. Ne? Ja, das wird jetzt kompliziert sein, vor Gericht das zu klären. Soweit man das subjektiv auch so nachvollziehen kann, was du da gemacht hast, würden wahrscheinlich viele von uns machen. So ist es objektiv gesehen nicht in Ordnung, das so zu machen. Das ist richtig, das sehe ich auch ein, dass es vielleicht ein Fehler meinerseits war. Ja. Nur ich habe in dem Moment habe ich rot gesehen. Verstehe. Mit deine Sicherung durchgeknallt. Ja. Ich habe gesagt, das ist für mich ein Unding, wenn sich da jemand so an Kinder verhält. Gar kein Thema. Domian, wenn du mal hörst und wenn du das mal mitbekommst, was da die letzten... Ja, musst du mir nicht erzählen. Ja, das ist völlig klar. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das Ganze sich so fügt, dass es sich gut fügt. Ich will es mal so neutral ausdrücken. Das hoffe ich auch. Man, die Kleine liegt momentan mit meiner Frau noch zusammen im Krankenhaus. Die Frau, die ist auch noch momentan in psychologischer Behandlung, deswegen auch. Andreas, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles Gute. Ja. Tschüss. Alles klar, Domian. Danke. Tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Unser Thema heißt Morgen Nacht. Diese Tat geschah aus Liebe. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir da. 1 Uhr Radio als live. Wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss. 2 Uhr. Washington. Eine neue Palästinenserführung ist nach Ansicht von US-Präsident Bush eine neue Chance.